Herzlich willkommen zu meinem fünften Video aus der Reihe Scratch Kara. Und in diesem Video geht es darum, dir zu zeigen, woraus jetzt Karas Welt besteht. Hier spricht man auch von Karas Landschaft oder von Karas Bühne. Kara ist ja bekanntermaßen unser Marienkäfer. Und dieser Marienkäfer kann immer einzelne Schritte gehen. Er hat in seiner Welt einen Baumstumpf, wie man es hier zum Beispiel sieht. Er hat einen Pilz und er hat ein Kleeblatt. Und diese Welt aus diesen Objekten, in der muss er sich zurechtfinden. Und diesen Kara müssen wir jetzt dann in der Folge dann programmieren und schauen, wie er sich in dieser Welt zurechtfindet. Dabei müssen wir einfach aufpassen, dass Kara zum Beispiel nicht in den Baumstumpf hineinlaufen kann. Das heißt, wenn er dann dagegen laufen würde, wäre zum Beispiel das Programm zu Ende. Den Pilz kann er zum Beispiel vor sich herschieben, aber er kann niemals zwei Pilze vor sich herschieben. Und dann hat Kara die tolle Möglichkeit, dass Kara Kleeblätter aufnehmen kann und sie wieder ablegen kann. Das kannst du dir vielleicht, oder würdest du dir vielleicht denken, ja, er hat nicht sehr viele Möglichkeiten. Aber das ist gerade der Vorteil in diesem Fall von Kara, dass diese Scratch-Kara eine überschaubare Anzahl von Funktionen, von Befehlen, von Anweisungen hat. Und gerade diese überschaubare, das heißt die geringe Anzahl von Möglichkeiten, von Anweisungen, ermöglichen es gerade Programmieranfängerinnen und Programmieranfängern, sich leichter zurechtzufinden. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass man auch die Größe von Karas Landschaft, von Karas Welt dann einstellen kann. Ich zeige das jetzt hier auch im Original, hier im Scratch-Kara-Simulator, und da gibt es hier diese Schaltfläche, wenn man da draufklickt, kann man dann die Größe, das heißt die Reihen und die Spaltenanzahl dann verändern und kann dann in dem Fall eben Karas Welt größer und kleiner machen. Das kann dann insofern ganz praktisch sein, wenn man zum Beispiel ein Programm schreiben möchte, bei dem sich Kara in der gesamten Welt zurechtfindet, also mit allen Baumstümpfen, die es zum Beispiel hier gibt, mit allen Pilzen und mit allen Kleeblättern. Zum weiteren Arbeiten mit Scratch Kara dann in den nächsten Videos.